Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Siren Surin. Ich weiß, wo wir die Nadel herbekommen. So, dieses Gemälde hier, wo dieser Mann mit den zwei Schwertern, mit Schwertern kämpft. Hey, sieh mal nach da. Wenn du das Bild näher betrachtest, dann siehst du, dass das Schwert eines Kämpfers im Hintergrund irgendwas macht und ich kann es nicht glauben, das ist eine Nähnadel. Ich kann es genauso wenig glauben. Oh mein Gott. So. Hier ist die Nadel. Tomoko ist wirklich gut im Nähen. Überlass es ihr. Lass mich das machen, Mr. King Teddy. Ich glaube in dich. Gut, da ist er jetzt wieder ganz. Ich schulde euch was. Keine Sorge. Ich werde jetzt den Weg für euch klar machen. Wartet hier. Achso, jetzt spielen wir ihn hier. Okay. Der König ist zurück. Lange lebe der König. Was ist hier sonst noch was? Mein Halloween-Kostüm. Okay. Sagt er noch bei ihm hier was? Da reden sie nur darüber, wie toll wir alle sind. Okay, da sagt er keine Eindringlinge. Der sagt, glaub das nur, wenn du willst. Möchte ich noch hier mit ihm hier reden? Da dankt er uns für das Verständnis. Ich möchte das noch untersuchen. Vielleicht ist hier irgendwas. Ein mysteriöses Objekt. Aber also das Buch ist noch nicht fertig. Entschuldigung, dass ich jetzt nicht so viel übersetze, aber ich hatte gerade keine Lust dazu. Okay, da haben wir nur ein Buch gehabt vorhin. Da hat er gesagt, das ist noch nicht fertig. Nicht lesen. So, ich würde sagen, wir speichern nochmal. King Teddy. Achso, er geht von alleine. Nun, jetzt lacht ihr nicht mehr, wo ich wieder wach bin, richtig? King Teddy, wie ist das nur möglich? Nun werde ich derjenige sein, der Spaß mit euch hat. Das war's? Er sagt einfach nichts weiter dazu? So, ich habe noch etwas, was ich euch geben möchte. Ein blutiges Messer. Einen kleinen Silberschlüssel. Okay, der Hase hatte das Messer und dieser Schlüssel ist ein Geschenk von ihm. Was jetzt mit diesem mysteriösen Objekt? Ups, das wollte ich gar nicht. Das ist auch nichts Neues. Aber wir speichern. Auf einen neuen Speicherstand. So. Ja, wir haben jetzt dieses mysteriöse Objekt gar nicht bekommen. Ich möchte das aber haben. Kann hier gar nicht raus. Können wir uns irgendwie umbringen? Bitte? Bring mich um. Ich hätte jetzt sehr gerne dieses Objekt gehabt. Aber dann kriegen wir es halt nicht und gehen jetzt endlich ins zweite Stockwerk. What's this? Hey, die Tür ist verschlossen. Was tun wir jetzt? King Teddy hat uns verarscht. Wir kommen hier niemals nach Hause. Beruhig dich, Tomoko. Wir sind doch bei dir. Die Tür hat nicht mal ein Schlüsselloch. Ich denke nicht, dass King Teddy uns verarschen wollte. Ich denke, wir sollten ihn fragen, ob er weiß, was wir jetzt tun sollten. Oder sie fragt jetzt einfach. Die Tür zu den Treppen ist verschlossen.
Er will uns nicht verarschen, richtig? Das ist mal wieder deine Schuld. Du bist zu vertrauenswürdig und nun sind wir hier eingesperrt und verrotten hier für immer. Mami. Es ist nutzlos jetzt zu heulen, Tomoko. Du wirst ihn niemals wiedersehen, dank Frederika. Das reicht. Das kann so nicht weitergehen. Wir sind hier zusammen hingekommen, weil wir kooperiert haben. Und nun müssen wir auch zusammenbleiben. Zusammen können wir alles machen. Aber ich... Frederika, du bist die Mutigste. Du bist hier rumgelaufen, ohne Angst. Und so weiter und so fort. Sie hat gar nicht alles gemacht. Ich habe die schwierigste Frage beantwortet. Ja, das ist wahr. Wenn du nicht wärst und mich gestoppt hättest, dann wären wir jetzt alle in Schwierigkeiten. Du hast ein gutes Gedächtnis und so weiter. Machen die sich alle so Komplimente und so, bla bla. Ich bin nur eine Böde für euch. Was sagst du da, Tomoko? Niemand von uns hätte King Teddy zusammennehmen können. Und so, bla bla. Ich war nützlich. Dankeschön. Ja. So, ich habe eine Idee. Habt ihr diese komischen Ziegel auf dem Boden bemerkt? Vielleicht ist das eine Art Draufdrehtmechanismus. Warum versuchen wir es nicht? Gute Idee, es ist besser als nichts zu. Achso, ich bewege mich gar nicht. Ich dachte. Gut, dann bin ich mal gespannt, was hier jetzt passiert. Fühlt ihr irgendwas? Nö. Nichts. Auch nichts. Welch Schande. Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Ich kann dieses Ziegelding nicht verlassen. Habt ihr gut gemacht, meine lieben Gäste. Ihr habt es geschafft, hier lebend anzukommen. Sirin, mögt ihr diesen weißen Raum? Ich habe es extra für unser Spiel angefertigt. So dass das Rot von eurem Blut hier richtig schön aussehen wird. Wir haben keine Angst vor dir. Solange wir vier zusammen sind, haben wir vor niemandem Angst. Oh, sie hat recht. Wir sind den Gefahren hier entkommen und haben keine Angst vor dir. So war es halt ist, oder wie es auch immer war, wir vier waren halt immer zusammen und wir werden immer zusammen sein. Deine Plüschhäschen haben auch nicht funktioniert. Raus hier! Ich verstehe. Ihr vier. Für immer zusammen. So, dann lasst mich mal sehen, was ich tun kann, damit ich euch trennen kann. Was hast du vor? Hilfe! Girls! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr er mich anpisst. Nun werden wir es wirklich sehen, wie mutig ihr seid, ohne eure wertvollen Freunde um euch herum. Oh, sieh mal an! Kage! Bist du auch gekommen, um die Show zu genießen? Wer waren diese Leute? Ach, niemand Wichtiges, nur einige Kinder, die ich hergerufen habe. In meinen Traum für ein Spiel. Aber nun habe ich sie zu anderen Orten geschickt. Zu ihren Most Hidden Dreams, also zu ihren am meisten versteckten Träumen. Oder vielleicht auch ihren Albträumen? Du bist grausam, Siren. Nö, bin ich nicht. Sieh's mal so, Kage. Das wird lustig. Wer weiß, wie viele von denen hier erfolgreich sein werden und zurückkommen. Vielleicht werden sie ihre Leben verlieren, vielleicht auch ihre Geister, also ihre Psyche. Nun, das wird jetzt kein Bett voller Rosen. Sie müssen ja schließlich einen Weg finden, ne? Von dem Ort, an dem sie die wichtigste Sache vergessen haben.
Wo bin ich? Kann die Mädchen hier nirgends sehen. Ich denke, Siren hat uns wirklich alle voneinander getrennt. Ich muss sie schnell finden. Sie könnten in Gefahr sein. Nicht so schnell. Siren, ihr Fiend. Ich weiß nicht, was Fiend ist. Ich wusste es mal. Es ist auf jeden Fall nicht nett. Oder so. Deine Augen sind so kalt, die Samu. Warum bist du denn so wütend, wenn du auch einfach entspannen könntest in so einem wunderschönen Garten? Wie kann ich denn hier entspannen, während ich von den anderen getrennt bin? Ich mache mir Sorgen um meine Freunde. Not that I hope that you. Nicht, dass ich denke, dass es dich interessieren würde. Sag mir, wo die anderen sind. Amai Samu. Arm, aber mutig? Overconfident, also selbstüberzeugter, aber dummer, Isamu. Wenn du nach dem Mädchen suchst, dann solltest du diesen Weg hinter dir, direkt hinter dir, einfach mal angucken. Ich bin mir sicher, du wirst ziemlich befriedigt sein. Aber lass mich noch eine Sache nennen. Du solltest mal selbst für dich selbst denken. Selbst die wunderschönsten Rosen haben schließlich Dornen. Und du bist immer noch schließlich in meinem Spiel. Ich hab's nicht vergessen. Aber wieso? Ich kann nicht glauben, dass das alles Frederikas Schuld ist. Wieso hast du uns dafür ausgesucht? Weil alle von euch schuld sind. Was? Sie ist weg. Was meinte sie damit? Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Nun, egal. Jetzt ist die Gesprächszeit vorüber. Ich traue Siren nicht. Aber ich check besser, ob hier irgendjemand ist. Also ich kann... Wir sollten erstmal speichern. So. Hier können wir nichts machen. Hier sind so ein paar... Hier können wir aber auch nicht weiter. Ein sauberes Feld mit Gemüse. Und so. Da geht's noch weiter. Erstmal gucken hier. Das müssen wir wegschneiden. Da sind wir zu dick für. Pinke Blumen. Versperrt. Das heißt, wir müssen erstmal wahrscheinlich. Sagt er hier noch was zu? Nö. Ein Labyrinth. Vielleicht ist der Ausgang. Hier hinter, aber es könnte gefährlich sein. Egal. Okay, wir sollen hier erstmal was anderes machen. Aber was sollen wir denn machen? Wir kommen hier ja nicht rein. Versperrt. Da ist kein Vorhang, aber ich kann auch nicht durchsehen. Ja. Wir müssen jetzt aber nicht hier irgendeine bestimmte Blume an... sprechen oder so, ne? Also ich kann meine Items ja gar nicht angucken. Haben wir eine neue Galerie? Nö. Weiß sonst nicht, was wir machen sollen. Hier möchte er ja nicht durch. Ich verstehe nicht, was das Spiel mal wieder von mir möchte. Wir haben ja nichts zum Wegschneiden von diesen Rosen da oben. Hier ist eine Laterne. Hier gibt es einfach nicht so viel, was wir angucken könnten. Ups. So. Ja. Wir brauchen irgendwas zum Zerschneiden. Aber hier passiert nichts. Da kommen wir nicht durch. Das sagt da nichts zu. Hier irgendwie ein Hintereingang. Gibt es hier sowas? Hier sind Scheren. Das war Zufall. Ja. Zerschneiden, ja.
Wer ist das? Sind irgendwelche schlafenden Viecher? Viecher sind es nicht, aber wir sprechen sie einfach mal an. Was? Also hatte ich recht, Siren deceived me. Ich weiß nicht, was das heißt. Diese zwei sind auf jeden Fall Mädchen, aber sind auf keinen Fall Frederica oder die anderen. Verdammter Dämon. Glücklicherweise sind sie einfach nur im Schlafen. Ich bin sehr froh, dass sie nicht verletzt sind. Wieso habe ich ein komisches Gefühl, wenn ich sie angucke? Ich habe das Gefühl, ich kenne die Dunkelhaarige. Ich bin mir sicher, ihr Name ist... Oh mein, ich kann es nicht glauben. Ein Gast hier? Nun, ich... Habe ich etwas Seltsames gesagt? Oder bist du einfach nur schüchtern? Warum bist du so laut, Sayo? Ich habe so schön geschlafen. Oh, ein Gast? So scheint es. Hey, ich kenne dich. Du bist... Isamu, richtig? Ja. Ich bin es, Yume. Hä? Ihr beiden kennt euch ja wirklich. Ja, wir sind alte Freunde. Es fühlt sich schon sehr lange an. Isamu, du erinnerst dich wirklich an mich? Ja. Natürlich. Wie könnte ich dich denn vergessen? Was war deine Lieblingsfarbe? Nun. Okay, gut. Das ist ja egal, wenn wir jetzt nicht mehr so wirklich an sie erinnern. Kann mir irgendjemand... Achso, eine Barrikade. Achso, hat irgendjemand Lust, mir zu erzählen, was hier abgeht? Er war mein Nachbar, als ich in der Grundschule war. Und er ist 3 Jahre jünger als wir. Wirklich? Er sieht so alt aus. Dankeschön. Wir sollen jetzt einfach mal was fragen hier. Was ist das für ein Ort? Ein Garten. Ja, natürlich, aber es ist nicht real, richtig? Offensichtlich ist es nicht real. Dieser Ort hier ist wie ein Traum. Ich weiß, es ist verrückt. Aber ich weiß auch nicht, wie wir hier gelandet sind. Du, Sayo? Nö. Yume, wieso geben wir Samu nicht eine Tour durch den Garten? Selbst wenn er in... Ja, schnell weiter muss und sowas. Es ist ja nicht so, als wüssten wir, wie man hier abhauen kann. Vielleicht kann er etwas rausfinden. Gute Idee, kommst du mit uns, Isamu? Natürlich. Okay. Bin ich mal gespannt. Also, ein Dämon hat dich hierher gebracht? Das ist ja atemberaubend. Du hast ihn nie gesehen? Du bist nicht hier wegen Siren? Nö, wir haben sie nie gesehen. Aber meine Erinnerungen sind jetzt auch gerade nicht die besten. Aber ich bin mir sicher, ich würde ein grau, also hautfarben grau, tüniges Kinderdämonenkind sehen, wenn ich es gesehen hätte. Nun, ich denke, du hast recht. Also bist du mit einem dunkelhäutigen Mädchen befreundet? Einer heißen Rothaarigen? Einer süßen Halbeuropäerin? Und du wirst von einem Loli-Dämon verfolgt? Was bist du denn? Der Besitzer von irgendeinem Harem? Nein, natürlich nicht. A body of water. Achso. Ich habe mittlerweile auch schon das Gefühl, das wird hier so ein ziemlicher Harem. Sayo? Ja. Nun. Wollen wir das sagen? Deine Brüste gucken raus. Es ist ziemlich kalt hier, oder nicht? Nö, nicht wirklich. Dann ist es wohl nur meine Einbildung. Vielleicht trübt dich deine Einbildung nicht, wenn du dich mal auf den Garten fokussierst und nicht auf meine Bluse, mein lieber perverser Freund.
So, weißt du, Isamu, ich hoffe wirklich, dass du hier bald diesen Ausgang findest. Danke, Sir. Es ist lustig, aber aus irgendeinem Grund kann ich dich echt nicht leiden. Ich hatte echt schreckliche Kopfschmerzen in dem Moment, als ich dich gesehen habe. Wieso hasst du mich? Ich habe einfach das Gefühl, als müsste ich. Vielleicht ist es dein Gesicht. So, du wirst mich ja nicht mehr lange sehen. Geht's euch beiden gut? Ja. Oh, bitte hört auf, euch zu streiten. Das ist unser Haus hier, Isamu. Wir werden hier drinnen ganz gemütlich sprechen können. Junge, ich bin mir nicht sicher, ob wir das Wohnzimmer sauber gelassen haben. Kannst du einmal gucken, ob alles in Ordnung ist? Wir sind schließlich Mädchen, wir können hier doch keinen Gast in einen nicht sauberen Haushalt reinbringen. Das wäre unhöflich. Na gut, ich bin gleich wieder da. Das war nur irgendeine Ausrede, richtig? Du wolltest mit mir reden, dann tu es. Sayo? Was zur... Isamu, du bist ein schlechter Mensch. Hey, was passiert hier? Das ist ja richtig dunkel hier. Du hast Angst? Perfekt. Du hättest niemals herkommen sollen. So, also du willst sie von mir wegnehmen? Du armer Narr. Du wirst sterben, bevor du das erreichen kannst. Sie hat mein Leben jetzt... gesperrt, ja, also Gnade walten lassen. Für jetzt. Sayo, ist sie wirklich menschlich? Ich muss Yume finden und von diesem Traum mit ihr fliehen. Von diesem Albtraum. Aber wie dieser Albtraum weitergeht, werden wir in der nächsten Folge erfahren von Siren. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.